Hallo zusammen, heute gibt es ein kleines Update von der Baustelle am Seetalplatz. Schon eine der grössten Baustellen im Kanton. Für 190 Millionen Franken haben die Kantonsbürger beschlossen, dass man den kompletten Seetalplatz umbaut. Und nicht nur das, man tut auch den Hochwasserschutz massiv machen. Ich habe hier ein paar Bilder gemacht und möchte sie euch jetzt gerne zeigen. Hier seht ihr jetzt gerade eine kleine Übersicht, wie es vor ein paar Monaten aussieht. Ihr seht, die Strassen sind noch nicht gemacht. Die eine oder andere Brücke steht bereits, aber es ist doch schon einiges gegangen auf dem Seetalplatz. Man nimmt das natürlich von unten immer nur so ein bisschen als Verkehrshindernis wahr, aber von oben sieht man, dass hier tatsächlich einiges gegangen ist. Also da haben ganze Haufen Leute, ganze Haufen Einsatz gezeigt, damit es verkehrstechnisch im Kanton Luzern vorwärts geht. Heute ist es so, dass die Strassen, ganze Haufen Strassen bereits fertig sind. Sie sind fertig gemalt. Es sind auch Strassenschilder bereits aufgemacht worden und Ampeln. Und bald, in ein paar Wochen, wird sie dann auch können, den Betrieb aufnehmen. Eine erste Teilöffnung wird es geben, damit man andere Orte kann sanieren kann, dass man andere Strassen auch ein bisschen auf Vordermann bringen kann. Zum Beispiel im Alter Rüsbühl, die Hauptstrasse, die dort unten durchgeht, die nachher nur noch für einen ÖV wird sein. Und für den Anliegerverkehr wird dann auch noch umgebaut werden. Ziel von dem ganzen Projekt soll es sein, dass der ÖV vom motorisierten Individualverkehr abgetrennt wird. Auch der Langsamverkehr kommt eine eigene Verkehrsführung über, sodass die einzelnen Verkehrsteilnehmer besser aneinander vorbeikommen. Immerhin ist der Seetalplatz die meistbefahrene Kreuzung in der ganzen Zentralschweiz. Und hier ist es eben nicht mehr möglich gewesen, dass man mit kleinen Ampelverbesserungen oder Spurveränderungen noch nennenswerte Verbesserungen herbringt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wo sich die Stadt Luzern eigentlich auch als gutes Beispiel nehmen sollte, dass es notwendig ist, manchmal halt auch mit einer grossen Kelle anzurichten und ein paar Franken in die Hand nehmen, damit man auch vernünftige Veränderungen bei der Stadt Luzern und bei der Verkehrsführung herbringt. Der Seetalplatz ist aber sicher ein gutes Beispiel für das Nebeneinander und das gemeinsame Benutzen von dieser Strasse. Da werden nicht die einzelnen Verkehrsteilnehmer gegeneinander ausgespielt, sondern man sucht eben für alle die optimale Lösung zu finden. Und das bringt uns alle weiter, anstatt den Stillstand. Ähnliche Projekte möchten wir gerne noch mehr in der Stadt Luzern sehen. Nicht nur hier jetzt am Rand, wo noch andere Gemeinden auch daran beteiligt sind. Und darum haben wir in der Stadt unsere Initiative lanciert für einen flüssigen Verkehr, der am 15. November darüber abgestimmt wird. Und sollte man die annehmen, sind solche Projekte eben auch in der Stadt Luzern wieder möglich. Und man kann auch hier für den motorisierten Individualverkehr wieder ein vernünftiges Wachstum erzielen. Darum nicht vergessen, am 15. November ja stimmen zu der Initiative für einen flüssigen Verkehr und am 18. Oktober SVP-Liste 4 in Turnen und zweimal meinen Namen auf Ihre Liste. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.